oben angelangt, führte das Heidi seinen guten Freund gleich auf die schöne Stelle, wohin es immer ging, und sich auf den Boden setzte und umherschaute. Denn da gefiel es ihm am besten. Es tat, wie es gewohnt war. Und der Herr Doktor ließ sich gleich auch neben das Heidi auf den sonnigen Waldboden nieder. Ringsum leuchtete der goldene Herbsttag über die Höhen und das weite, grüne Tal. Von den unteren Alpen tönten überall die Herdenglocken herauf, so lieblich und wohltuend, als ob sie weit und breit den Frieden einläuteten. Auf dem großen Schneefeld drüben blitzten funkelnd und flimmernd goldene Sonnenstrahlen hin und her, und der graue Falknis hob seine Felsentürme in alter Majestät hoch in den dunkelblauen Himmel hinauf. Der Morgenwind wehte leise und wonnig über die Alp und bewegte nur sachte die letzten blauen Glockenblümchen, die noch übrig geblieben waren von der großen Schar des Sommers und nun noch wohlig ihre Köpfe im warmen Sonnenscheine wiegten. Obenhin flog der große Raubvogel in weitem Bogen umher. Aber er krächzte heute nicht. Mit ausgebreiteten Flügeln schwamm er ruhig durch die Bläue und ließ sich's wohl sein. Das Heidi guckte dahin und dorthin. Die lustig nickenden Blumen, der blaue Himmel, der fröhliche Sonnenschein, der vergnügte Vogel in den Lüften, alles war so schön. So schön. Heidis Augen funkelten vor Wonne. Nun schaute es nach seinem Freunde, ob er auch alles recht sehe, was so schön war. Der Herr Doktor hatte bis jetzt still und gedankenvoll um sich geblickt. Wie er nun den freudeglänzenden Augen des Kindes begegnete, sagte er: »Ja, Heidi, es könnte schön sein hier, aber was meinst du? Wenn einer ein trauriges Herz hierher brächte, wie müsste er es wohl machen, dass er an all dem Schönen sich freuen könnte?« »Oh, oh«, rief das Heidi ganz fröhlich aus, »hier hat man gar nie ein trauriges Herz, nur in Frankfurt.« Der Herr Doktor lächelte ein wenig, aber das ging schnell vorüber. Dann sagte er wieder: »Und wenn einer käme und alles Traurige aus Frankfurt mit hier heraufbrächte, Heidi, weißt du da auch noch etwas, das ihm helfen kann?« »Man muss nur alles dem lieben Gott sagen, wenn man gar nicht mehr weiß, was machen«, sagte das Heidi ganz zuversichtlich. »Ja, das ist schon ein guter Gedanke, Kind«, bemerkte der Herr Doktor. »Wenn es aber von ihm selbst kommt, was so ganz traurig und elend macht, was kann man da dem lieben Gott sagen?« Das Heidi musste nachdenken, was dann zu machen ist. Es war aber ganz zuversichtlich, dass man für alle Traurigkeit eine Hilfe vom lieben Gott erhalten könne. Es suchte seine Antwort in seinen eigenen Erlebnissen. »Dann muss man warten«, sagte es nach einer Weile mit Sicherheit, »und nur immer denken, jetzt weiß der liebe Gott schon etwas Freudiges, das dann nachher aus dem anderen kommt. Man muss nur noch ein wenig still sein und nicht fortlaufen. Dann kommt auf einmal alles so, dass man ganz gut sehen kann, der liebe Gott hatte die ganze Zeit nur etwas Gutes im Sinn gehabt. Aber weil man das so vorher noch nicht sehen kann, sondern immer nur das furchtbar Traurige, so denkt man, es bleibe dann immer so.« »Das ist ein schöner Glaube, den musst du festhalten, Heidi«, sagte der Herr Doktor. Eine Weile schaute er schweigend auf die mächtigen Felsenberge hinüber und in das sonneleuchtende grüne Tal hinab. Dann sagte er wieder: »Siehst du, Heidi, es könnte einer hier sitzen, der einen großen Schatten auf den Augen hätte, so dass er das Schöne gar nicht aufnehmen könnte, das ihm hier umgibt. Dann möchte doch wohl das Herz traurig werden hier, doppelt traurig, wo es so schön sein könnte. Kannst du das verstehen?« Jetzt schoss dem Heidi etwas Schmerzliches in sein frohes Herz. Der große Schatten auf den Augen brachte ihm die Großmutter in Erinnerung, die ja nie mehr die helle Sonne
und all das Schöne hier oben sehen konnte. Das war ein Leid in Heidis Herzen, das immer neu erwachte, sobald die Sache ihm wieder ins Bewusstsein kam. Es schwieg eine Weile ganz still, denn das Weh hatte es so mitten in die Freude hineingetroffen. Dann sagte es ernsthaft: Ja, das kann ich schon verstehen. Aber ich weiß etwas. Dann muss man die Lieder der Großmutter sagen. Die machen einem wieder ein wenig helle. Und manchmal so hell, dass man fröhlich wird. Das hat die Großmutter gesagt. Welche Lieder, Heidi? Fragte der Herr Doktor. Ich kann nur das von der Sonne und dem schönen Garten. Und noch von dem anderen langen, die Verse, die der Großmutter lieb sind. Denn die muss ich immer dreimal lesen, erwiderte das Heidi. So sag mir einmal die Verse, die möchte ich auch hören. Und der Herr Doktor setzte sich zurecht, um aufmerksam zuzuhören. Das Heidi legte seine Hände ineinander und besann sich noch ein Weilchen. Soll ich dort anfangen, wo die Großmutter sagt, dass einem wieder eine Zuversicht ins Herz kommt? Der Herr Doktor nickte bejahend. Jetzt begann das Heidi. Ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird es so gestalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätt in seinem Sinn er deiner sich begeben, als sollst du für und für in Ängst und Nöten schweben, als fragt er nichts nach dir. Wird's aber sich begeben, dass du ihm treu verbleibst, so wird er dich erheben, da du es am mindesten gläubst. Er wird dein Herz erlösen von der so schweren Last, die du zu keinem Bösen bisher getragen hast. Das war Heidi von Johanna Spiri aus dem Inselverlag.